Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Station Nummer 4 bei Let's Play F1 2019. Herzlich willkommen aus Baku im schönen Aserbaidschan. Naja, schön, weil die Strecke halt sehr eindrucksvoll aussieht mit der Altstadt und alles drumherum, mit den alten Gebäuden. Schön, aber nicht, weil ich mag diese Strecke eigentlich überhaupt nicht. Also bisher nicht unsere Region, unser Gebiet, unsere Strecke. Leider bisher nur sehr schlechte Ergebnisse, kaum Punkte geworden, also, beziehungsweise, glaube ich, nur ein Rennen mal gepunktet. Ich glaube, damals mit dem Frosini haben wir, glaube ich, mal hier gewonnen, aber mit den anderen Autos bisher, weder mit dem Ferrari noch mit dem Mercedes, hier groß irgendwas geholt. Also mit dem Mercedes sind wir, glaube ich, damals gesteckt worden von Sebastian Vettel damals noch in der letzten Runde. Also wie gesagt, das ist nicht meine Strecke, also geht mal davon aus, dass wir hier nicht allzu viel mitnehmen werden mit dem Williams. Aber mal gucken, das hatte ich auch in den anderen beiden Rennen gesagt. Gut, wir gehen rein, also heute auch an diesem Freitag in dieses freie Training und alles, und dann Entwicklungsfehlschläge haben wir. Die Frontflügel-Luftleitbleche sind leider gescheitert. Also schade. Müssen wir noch ein bisschen warten. Hier siehst du eine Liste der Fahrer, von denen du einen zu deinem Rivalen ernennen kannst. Je schwieriger es ist, einen Fahrer zu schlagen, umso höher ist der Respekt, den du vom Fahrerlager erhältst. Wir nehmen jetzt Alex Allerdings Albon. verlierst du die gleiche Menge an Respekt, wenn du Zweiter wirst. Übernimm dich also nicht. Wir haben uns Alex Albon geholt als Dings und wir gehen rein ins erste freie Training hier aus Baku. Mal gucken, wie dieses Rennen so läuft. Beziehungsweise wie überhaupt das Training sah. Willkommen beim Baku City Circuit, wo das freie Training für den großen Preis von Aserbaidschan in Kürze beginnen wird. Dies ist eine technisch anspruchsvolle Strecke mit hohen Geschwindigkeiten und einer Zielgeraden, die doppelt so lang wie die Gegengerade in Shanghai ist. Mal sehen, welches Team die richtige Balance in den Einstellungen treffen wird. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage, und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Genau so ist es. Herzlich willkommen, wie gesagt, nochmal aus Baku. So, ich hoffe, dass ich mein Zettel. Ich habe einen Chat mit Carl über die neuen Parts und wir sind happy, dass sie in den Car integriert wurden. Okay. Mit any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Doch, ich habe Baku gerade einen Zettel drin. So, aber erst einmal gucken wir mal auf das Wetter. Bevor ich hier irgendwas sage. Training 1 trocken, Training 2 trocken, Training 3 trocken, Training 4, also Training 4 Qualifying trocken und das Rennen auch trocken. Wunderbar, wir haben ein reines trockenes Rennwochenende. Gut, dann gehen wir mal auf die Strecke. Das wird mit einer vom Schalten her mit einer der anstrengendsten Strecken werden, wenn möglich. Da muss ich auch mal gerade ein bisschen vom Gas gehen, weil wegen der Kurve nicht, dass das Auto dann in dieser Kurve landet. So, unsere erste gezeigte Runde, die läuft noch nicht so ganz. So, runtergehen in den dritten. So, die nächste führt es in Gang Nummer 2.
Senkurven, wirklich. Komm, schön in den zweiten Gang. Wahrscheinlich diese engen Passage im ersten Gang dann gleich. Ne, im dritten. Jetzt sind Flügel schon etwas angeknackt. Das kann leider in Baku auch sehr schnell passieren. Genau wie das. Den Antrieb, den merkt, den fehlenden Antrieb merkt man. Ja gut, so was ein Vettel, der muss auf jeden Fall erstmal rein, noch. Die Zeit kriegen wir nicht. Wobei das gar nicht mal so schlecht ist, nur 1,1 Sekunden hinter Sebastian Vettel zu stehen. Mit dem Williams ist das durchaus super in Ordnung. Bin ich zufrieden zumindest mal. So, wir springen die Reparaturzeit, klar. Car repairs have set us back a little. Our best lap so far is a 149.6. Und dann auch nur. Ah gut. Oh, die haben ja gut Hamilton nochmal eine Zeit rausgehalten. Und Vettel auch. Also auf jeden Fall haben die alle mit den zweiten Runden auf jeden Fall nochmal Zeit rausgekommen. Wir haben nur 3, irgendwas frisch. Aber wir haben auch Fehler eingebaut, abgesehen davon. Eine Runde fahren wir auf Medium. Dann fahren wir nochmal Medium im zweiten Abschnitt. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben ja Reifen. Ich gebe von meiner gewohnten Devise ab. Und dann stehen wir auf 10. Fahrer vor mir. Also Ricciardo zu packen wäre gut. Wieder ein bisschen ein Problem mit dem Frontflügel. So, wir knacken jetzt, wollen jetzt unsere Zeit setzen. Mal gucken, ob unsere Zeit nochmal besser wird als die Top-Zeit auf 5. Auf 5 landen wir gerade.
So, wir haben wieder einen leichten Flügelschaden. Na, welcher überrascht. Das ist nur eine knappe Zeit in dem Ferrari, also mit 46,5. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Hamilton und Kimi Räikkönen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, sieht das sogar gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben sogar beide Red Bull gepackt. Wenn zwar knapp, aber wir sind vor ihm, vor Gasly und Verstappen. Also muss man auf jeden Fall erstmal sagen, Räikkönen dabei da vorne, da sind Toro Rosso mit dabei, beide auf Soft. Das ist zumindest mal eine Überraschung auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit Platz 7, das könnten tatsächlich sogar ein paar Punkte werden für Williams. Okay, dann nehme ich gerade meine Aussage zurück, die ich vor der Folge getätigt habe, beziehungsweise vor der Session getätigt habe, dass wir vielleicht keine Punkte holen könnten, dass es wahrscheinlich schon ein schlechtes Wochenende wird. Aber nein, als erstes Training hätte gesagt, Platz 7 ist auf jeden Fall gut dabei. Wenn wir uns auf die scheiß Flügelchen abstellen, dann könnte das tatsächlich nochmal ein paar Punkte mitnehmen. Gut, dann gehen wir rein in Q2, in Training 2. So, dann gehen wir auf die fliegende Runde. Was hätten wir jetzt für Reifen drauf? Warte mal. Muss ich gerade gucken. Mediums wieder drauf hat? Ja, hat er drauf, okay. Dann gehen wir auf die fliegende Runde, liebe Leute. Wir fahren ja nochmal ein bisschen was fahren. So, wir wollen ja mit unserem Williams ein bisschen was holen heute hier. Also dieses Rennwochenende. Schalten in den 6. Gang, 7. Gang, 8. Gang jetzt. Gleich runter in den 2. Sorry, mein Lenkrad. Im Gegensatz zu Dirt 4 fahre ich der F1 ja mit dem Lenkrad. Ja, die sind ein bisschen sanft um die Kurve gefahren. So, mal gucken. Reicht leider nicht ganz, um an Valtteri Bottas zu packen.
Okay, der Hamilton zieht jetzt mal kurz jetzt eine vernünftige Zeit hin. Carlos Sainz mit der Westseite. Ups. Ja, mit dem kaputten Flügel machst du halt natürlich nichts. Zurück in die Garage, dann haben wir das auch zumindest, das T2. Car repairs have set us back a little. Some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. So, Zeit beschleunigen. Also, momentan sieht es wieder auf Platz 7 aus. Was eigentlich gar nicht mal, wie gesagt, so schlecht ist. Ja, jetzt ist Platz 8, Platz 9. Jetzt haben wir mal einen Ticken durchgereicht. Zumindest aber vor einem Red Bull, also wieder einen Red Bull gepackt, wenn ich fast hab, nicht jetzt irgendwie eine Mörderzeit rausballert. Der ist momentan 15 nur. Also was hat mich halt mit dem Auto überhaupt nicht klarzukommen oder überhaupt auf dieser Strecke nicht klarzukommen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Leclerc, Gasly und Sebastian Vettel. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Platz 10. Dann hat ein Top-10-Platz. Also Punkte sind tatsächlich, sieht zumindest momentan so aus, als würden wir tatsächlich noch ein paar Punkte übernehmen können. Aber natürlich ist das erstmal das Training. Es kann natürlich auch sein, dass es dann morgen im Qualifying noch ein bisschen was... So, weitere Ressourcenpunkte. So, warte mal. Mal gucken, was der Motor auf. Dachte er, war irgendwas. Leistung. Moment, was hat er jetzt gerade? Verlauf. Da ist der Motor. Wir haben ja eh drei Motoren. Das geht ja noch. Also, wir sind auch in drei Motoren. Ja, wir sind aber jetzt gerade im vierten Rennen. Deswegen ist es noch zu früh. So, da sollte eigentlich noch ein paar Motoren haben. Wir müssen irgendwann wahrscheinlich eine Strafe nehmen. Gut, gehen wir mal rein ins Q3, ins T3, Entschuldigung. Natürlich an diesem dritten Freitraining, an diesem Freitag.
So. To view current strategy and race objectives, press the MFD button to open the multifunction display. And then press it again to cycle through till you reach the strategy and objective screen. Aber wir verbraten ein bisschen Sprit. Ja, so gut ist das nicht für den Motor. Wir können ja am Rennen ein bisschen schonen. Wir müssen ja. Wir haben gute Punkte nur geholt. Wir werden eh nicht Weltmeister mit dem Auto. Zumindest nicht in der ersten Saison. Viel ist eh nur zum Lernen da. Upsi. Da war ein kleiner Fehler mit drin in dieser Runterschütten. Weber mit der Bestzeit. Da sind wir aber momentan gut drunter. Wahrscheinlich werden wir eine 46er Zeit fahren, wenn wir Glück haben mit einem 45er. Und die Zeit von Verstappen knacken wir mal gerade eben kurz. Ich stehe momentan mit dem Williams auf P1. Ah, die Runde wird schlechter werden. Weil die Kurve in der 46er Zeit werden. Ah ja, passt schon. Wird ein gut, hoffentlich gutes Ergebnis. So. Gut.
Momentan sieht das nicht gut aus. Sehr gut, Verstappen. Ja, wir bleiben gar nicht. Wir werden nicht oben bleiben. Vermute ich nicht. Sie sind allein schon Räkel, weil Räkel wieder vorne steht. Bottas vor, da sind zwei Finnen. Wir sind momentan auf drei. Ah, vielleicht haben wir es tatsächlich mal in der. Nee, nicht. Hamilton, klar. Butler auch vor uns. Wenn auch nur knapp. Das sind jetzt die ganzen Softfahrzeuge. Also, wie gesagt, trotzdem Top-Ergebnis. Das 6. Traum. Die Bestzeit im ersten Sektor. Nur 7. Ja, aber wie gesagt, dreimal in den Punkten. Und dreimal Verstappen geschlagen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Hamilton, Bottas und Kimi Räikkönen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, wenn wir minimal gefunden hätten, dann wären wir sogar bis Platz 4 hochgegangen. Deswegen sind wir nur 7. Aber ist egal. Platz 7 im dritten freien Training. So. So. Gut. Das war das Training, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Fan 2019 und dann geht es ins Qualifikationstraining. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit am Start sein würdet. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.